Radio SAW. Nachgefragt. Der Podcast. Unser wöchentlich Klaus Vorbrot ist am Telefon. Natürlich in Palma de Mallorca. Grüß dich, Klaus. Ja, wunderschönen guten Tag. Hallo aus Palma. So, und bevor wir zu den angenehmen Dingen des Lebens kommen, müssen wir erstmal über ein paar ernsthafte Dinge sprechen, die da so auf der Insel passieren. Und da reden wir erstmal von den 13 jungen Deutschen, die da ja im Hotel ein bisschen zu viel Party gemacht haben und das Hotel in Feuer gesetzt haben. Was ist denn da los gewesen? Das jedenfalls ist die Meinung der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Deswegen sitzt diese Reisegruppe, 13 junge Männer tatsächlich, die wohl aus dem Raum Münster in Nordrhein-Westfalen kommen, die sitzen jetzt schon über eine Woche in U-Haft. Die Variante, die die Polizei und die Staatsanwaltschaft vertreten, sagt, dass die Männer gerade angekommen waren aus Palma, dann waren die Zimmer noch nicht bezugsfertig im Hotel, also sind sie an der Playa eine Runde rumgelaufen und haben wahrscheinlich etwas anderes als nur Milkshakes und Cola Zero getrunken und sollen dann schon schwer angetrunken gewesen sein, als sie eingecheckt haben, die Zimmer bezogen haben und dann auf den Balkonen der Zimmer weitergefeiert haben. Wir reden über einen Nachmittag. Und sollen dann von den Zimmerbalkonen nicht nur diverse Flüssigkeiten, sondern eben auch Zigarettenkippen runtergeworfen haben. Und diese Mischung aus vermutlich Flüssigkeiten, die Alkohol beinhaltet haben, und Zigarettenkippen sollen dann so ein Strohdach eines Lokals, das unmittelbar neben dem Hotel ist, in Flammen gesetzt haben. Dann hat sich das Feuer relativ schnell ausgebreitet. Eine Wohnung, das Hotel, dieses Lokal betroffen, zwei leicht verletzte Personen auch. Lange Rede, kurzer Sinn, am gleichen Nachmittag, also ungefähr 4,5 Stunden nach ihrer Anreise hier auf Mallorca, saßen die jungen Männer dann im Knast. Der zuständige Haftrichter hat tatsächlich auch Untersuchungshaft angeordnet. Und das spanische Recht sieht eben vor, wenn bei dieser Straftat mutmaßlich, muss man ja sagen, Menschenleben auch wissentlich gefährdet wurden. Und so sieht das dieser Strafrichter hier. Dann sitzt man eben in U-Haft und hat auch gegen Kaution keine Chance, vorläufig freigelassen zu werden. Und jetzt muss man die nächsten Tage mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. So, ich weiß nicht, ob du es auch schon mitbekommen hast, aber es ist auf der Insel so voll wie schon lange nicht mehr, oder? Das ist tatsächlich so. Alle Expertinnen und Experten gehen ja davon aus, dass die Tourismuszahlen aus dem letzten Rekordjahr, das war 2019 vor Corona, in diesem Jahr übertroffen werden. Und ja, der subjektive Eindruck bestätigt das. Es ist wirklich voll. Und die Reiseveranstalter jubeln natürlich über super Buchungszahlen. Gerade jetzt in der Zeit vor Pfingsten und über das Pfingstwochenende wird die Insel wirklich rappelvoll. Offenbar alle Zahlen deuten darauf hin, die Buchungszahlen der Reiseveranstalter, aber eben auch die Zahlen, die man vom Flughafen sieht, was also ankommende und abfliegende Maschinen angeht. Es ist ordentlich was los. Viele Hotels, vor allen Dingen in den höherpreisigen Segmenten, melden schon seit Wochen, dass sie komplett ausgebucht sind. Und man sieht es ja auch, wenn man sich ein bisschen schlau macht, es gibt so gut wie keine Last-Minute-Angebote aktuell, weil eben alles voll ist. Ja, wie viel Geduld brauchen wir in den nächsten Tagen am Flughafen? Das ist sehr unterschiedlich, weil es ein bisschen damit zu tun hat, zu welchen Zeiten man kommt oder fliegt. Aber es gibt eben so Stoßzeiten, wo dann eben auch viele Shuttlebusse ankommen, die die Urlauberinnen und Urlauber ja in ihre Hotels bringen. Wir haben zusätzlich das Phänomen, dass ja die Urlauber, die aus Großbritannien kommen, jetzt ja nicht mehr aus der EU einreisen, also alle zusätzlich durch eine Passkontrolle müssen. In dieser Woche startet United Airlines mit Direktflügen zwischen Mallorca und New York. Auch da natürlich ein etwas umfangreicheres Prozedere dann bei der Einreise, als wenn man aus einem EU-Staat kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab schon Zeiten, vor allen Dingen an den Wochenenden zu Stoßzeiten, wo man bei der Abreise an der Sicherheitskontrolle zum Beispiel bis zu 45 Minuten einplanen musste. Mein Tipp also, lieber ein bisschen früher zum Flughafen fahren, dann notfalls, wenn es dann doch schneller ging als gedacht, noch einen Kaffee in Ruhe trinken, als wenn man unnötig Hektik bekommt, weil man nach der Sicherheitskontrolle, je nachdem, wo man abfliegt, im Terminal C in den 60er-Bereichen zum Beispiel, da hat man ja noch mal gut eine Viertelstunde, 20 Minuten Fußweg vor sich auch. Und das war ja die letzten Jahrzehnte quasi immer ein sehr guter Grund für viele Menschen aus Deutschland rüber zu fliegen nach Mallorca, die wunderbaren kostenlosen Partys am Ballermann. Die sind jetzt Geschichte, habe ich gehört. Ja, auch da scheint das Prinzip, jetzt wo es voll ist, nehmen wir nochmal alles mit, was sich machen lässt, zu gelten. Ganz konkret ist es der Megapark, der jetzt auch die Partys, die dort ja in dieser Show-Ebene stattfinden, mit einer Bezahlschranke versehen hat. Man muss also, um reinzukommen, ab sofort 25 Euro bezahlen. Dafür gibt es dann aber auch einen Verzehrgutschein. Das heißt, im Falle Megapark 1 Liter Bier und einen, ja, sagen wir mal, Megapark-T-Shirt, schick oder nicht, muss dann jeder selber entscheiden. Das kriegt man für die 25 Euro dazu, aber die Zeiten, wo eben auch der Zugang zu dieser Konzertebene, zu dieser Showebene for free war, die sind vorbei.
25 Euro ab jetzt kostet der Eintritt. Mhm. So, und jetzt müssen wir noch über was Positives reden, nämlich die Fußballfans auf Mallorca sind ganz aus dem Häuschen. Was ist passiert? Die einen sind aus dem Häuschen, die anderen sind zu Tode betrübt, je nachdem, für welche Mannschaft man sich entschieden hat, Fan sein zu wollen. Real Mallorca, RCD, hat es geschafft und bleibt in der ersten spanischen Liga. Auch in der kommenden Saison heißt das also für die Fußballfans, dass wir uns hier in Palma auf Real Madrid und den FC Barcelona zum Beispiel freuen dürfen. Und die Fans von Atletico Baleares, die haben wieder eine Träne verdrücken müssen, weil es trotz des Sieges im letzten Spiel nicht gereicht hat. Atletico bleibt weiterhin in der dritten Liga. Dankeschön für das Mallorca-Update nach Palma de Mallorca, unser Kollege Klaus Vorbrutz. Dankeschön. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. Radio SAW. Corona nachgefragt.